Also, was haben wir? Da ist Tyler. Er ist 26, lädt eigene Clips bei Pornhub hoch und sucht ständig Mädels, die mit ihm Videos drehen wollen. Dabei lernt er dort Stephanie kennen. Sie reden viel und sie verlieben sich. Aber leider ist Stephanies Verhalten ein bisschen dubios. Sie will nicht Videochatten und wenn Tyler sie in Florida besuchen möchte, sind ihre Mutter oder ihr Vater schwer krank. Er ist sehr verliebt, denn er dreht schon total am Rad, wenn er sich nur vorstellt, dass sie nicht echt sein könnte. Vielleicht gibt es da irgendwas Krasses in ihrem Leben, das er einfach nicht wissen soll. Da sind wir gefragt. Seine Mail mit den Daten ist schon da. Hallo, hier alle Infos. Sie heißt Stephanie mit F und Y und ihr Nachname ist Dunger. Der Name ist ja ziemlich ungewöhnlich. Eine Stephanie Dunger sollten wir also finden können. Sie wohnt in Largo, hier auch ihre Telefonnummer. Bei Pornhub ist sie nicht mehr, aber ihr Username dort war... Ich lade die angehängten Bilder runter. So, womit fangen wir an? Ich denke mit der Bildersuche. Nichts. Und ergibt dieses hier was? Nein. Dann das Bild mit den Brüsten. Aber das bringt sicher nichts. Ist doch zwecklos. Warte mal, das gibt's ja nicht. Was denn? Sieh dir das an. Volltreffer. Und zwar viele. Nackt unter Rednecks? Mal sehen. Da ist es. Komisch. Ausgerechnet das Bild liefert so viele Hits. Von September 2014. Ziemlich alt. Ich suche auch noch mal das Bild von ihrem Po. Und auch das taucht absurd oft auf. Wir hatten noch nie so viele Hits auf Bilder dieser Art. Das bedeutet ganz klar, dass hier nicht irgendein Mädel private Fotos schickt. Hier bedient sich jemand eindeutig am Internet. Oder sie war das. Das wäre ja nun total schräg, wenn man im Netz eine Beziehung mit jemandem hat, diese Person um Fotos bittet und sie dann Bilder schickt, die sie schon x-mal irgendwo gepostet hat. Da denkt man doch, die hat sie gerade gemacht. Damit ist es ziemlich sicher, die sexy Fotos an Tyler sind nicht von ihr. Zu den Facepics können wir nichts sagen, denn da kam nichts. Aber mal sehen, ob wir Stephanie bei Pornhub finden. Wer weiß. Vielleicht ist sie doch noch da. Eben. Nichts. Immerhin hat sie Tyler hier die Wahrheit gesagt. Das Profil ist weg. Dann machen wir jetzt eine Telefonnummernsuche. Vielleicht bringt uns das ja weiter. Wahnsinn! Spokio zeigt für diese Nummer eine Leah Dunger in Florida an. Mit Stephanie Dunger verwandt. Und in exakt dieser Schreibweise. Krass. Ich kann's noch gar nicht glauben. Wenn diese Leah einen Familientarif hat, stimmt ihr Nachname offenbar. Ist das vielleicht Stephanies Mutter? Ich schaue mal nach, ob Stephanie nicht doch bei Facebook ist und ein paar Stephanies gibt es. Aber keine, die sich exakt so schreibt. Leah Dunger vielleicht? Nein. Such sie mal bei Google. Gut. Nein. Jetzt Leah Dunger. Ja, da kommt ein Eintrag aus dem Wählerregister für eine Leah Dunger. Ein weiterer Beleg für ihre Echtheit. Hier steht, sie ist 63. Das könnte durchaus stimmen. Da, unter Verwandte, Stephanie Dunger. Suchen. Wir haben sie. Und sie ist 35. Klick weiter. Married! Sie ist verheiratet! Oh Mann, das ist natürlich was. Vielleicht ist sie ja geschieden, aber das hätte sie doch erwähnt. Ja. Sie heißt anscheinend Stephanie Dunger, ist 35 und lebt in der Nähe von Tampa. Das ist alles super. Irritierend, aber gut. Wenn ich jetzt meine 1-Dollar-Wette platzieren müsste, würde ich sagen, sie ist die Frau von den Bildern, aber sie ist verheiratet. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber Tyler ist leider nicht gut aufgestellt für herbe Enttäuschungen. Nein,
Reißen wir das Pflaster lieber jetzt oder später ab? Schön wird's sowieso nicht. Alright, so. Anscheinend heißt sie Stephanie Dunger, ist 35 und wohnt im Großraum Tampa. Und sie könnte immer noch verheiratet sein, was der Mega-Flop wäre. Aber wie kann sie stundenlang mit ihm telefonieren, wenn sie einen Mann hat? Stimmt. Ich schreibe Tyler. Wir haben neue Infos. Lass uns zoomen. Da, er kommt gleich rein. Hallo, Tyler. Hey. Hallo, da bin ich. Wie geht es dir mit der ganzen Geschichte jetzt? Ich bin ziemlich angespannt und warte, was ihr so rausgefunden habt. Es gibt da etwas sehr Interessantes. Wir haben als erstes die Bilder von Stephanie gesucht, die du uns geschickt hast. Die ersten drei waren ganz alltägliche, unverfängliche Schnappschüsse, die aber zu keinem Ergebnis bei Google führten. Dann haben wir das Bild mit ihren Brüsten eingegeben und damit landeten wir den ersten Volltreffer. Wie du siehst, wenn ich hier runterscrolle, taucht das Bild auf vielen Seiten auf und wurde wahrscheinlich erstmalig 2014 hochgeladen. Wenn dieses Bild Stephanie zeigt, muss es also mehrere Jahre alt sein. Und wenn es tatsächlich von ihr ist, hat sie das selbst oder jemand anders seit 2014 ewig oft irgendwo gepostet. Hattest du gedacht, dass sie das spontan für dich macht? Ja. Es könnte auch tatsächlich von ihr sein. Ich finde es nur ein bisschen seltsam, dass sie dir ein Bild schickt, was sie schon vor Jahren massiv geteilt hat. Nein, das passt nicht zusammen. Irgendwie komisch. Was nahelegt, dass deine Stephanie das Bild aus dem Netz hat. Wir haben dann das Bild von ihrem Po gesucht und es wieder auf vielen Seiten gefunden. Daher kann man ziemlich sicher sein, dass die sexy Bilder, die sie dir geschickt hat, nicht sie zeigen. Ja. Das sieht verdammt so aus. Und genau wie du sagst, wenn die schon seit vielen Jahren im Netz zirkulieren. Eben. Das haut mich jetzt echt um, sorry. Es besteht natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, dass sie nur vorsichtig ist. Auch wenn du sie von Pornhub kennst, zeigen ihre Videos nie ihr Gesicht. Vielleicht will sie dir deshalb keine echten Bilder von ihrem realen Körper schicken. Nachvollziehbar, aber es ändert nichts daran, dass sie dich angelogen hat. Wow. Und ich nehme an, dass du darauf reagiert hast, als sie dir diese Bilder geschickt hat. Wie du die findest und so. Na klar. Hey, das ist sexy. Oh, das ist ja geil. Aber wenn die echt sind, warum schickt sie mir uralte Bilder von sich? Ich weiß nicht, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Und mir gefällt das alles kein bisschen. Dann kommen wir jetzt mal zu den guten Nachrichten. Die gibt's nämlich auch. Wir haben ihre Telefonnummer gesucht. Wir haben die Nummer eingegeben und als Besitzerin wurde eine Leah Dunger ausgegeben. Und wenn man dann unter Verwandte schaut... Stephanie Dunger. Yay. Na geht doch. Diese Leah Dunger haben wir bei Google gesucht und einen Wählerregistereintrag in Florida gefunden. In dem Register haben wir dann Stephanie gesucht und dort auch gefunden. Stephanie Dunger. Und 35. This was shockingly good. Das war der Mega-Hammer. Und von einer höchst offiziellen Website. Ihr Name, ihr Alter, ihr Wohnort, alles, wie sie gesagt hat. Crazy. Ja, das klingt tatsächlich gut. Jetzt geht's mir besser. Aber das hier wird dir nicht so gefallen. Oh, nee. Als wir da drauf geklickt haben, kam diese Seite. Verheiratet. Yes. Ja, so ein Wort kann wie eine Kugel sein.